Hallo und willkommen zurück bei Blood Moon. Hallöchen. Gut, wir haben den Feuerrubin, ein Edelstein, der das Gaskraftfeld deaktivieren kann. Wir brauchen noch 5. Und jetzt schauen wir uns um in... Wie ist denn mal mit Thürik? Hallo Thürik. Thürik, es ist so lange her, als ich diese Stadt das letzte Mal gesehen habe. Der Tag, an dem Jaina wir schon gute Lane. Es wurde alles gesagt. Ich will mich hier aber gerne umschauen. Natürlich. Dann gehen wir mal in dein Haus. Es sieht hier noch genauso aus wie damals. Nur der Duft ist selbstverständlicherweise anders. Aber es freut mich, dass das Haus noch steht und hier noch jemand lebt. Dort vorne sehe ich jemanden. Sprechen wir mal mit ihm. Ja, der Tisch ist auch wieder voll. Die Klinge der Varonella. Klingt interessant. Ich fand es langweilig. Okay. Frech. Jetzt noch den Kuchen fertig machen. Oh, hallo. Zu früh habe ich noch niemanden erwartet. Für was? Zum Geburtstag meiner Tochter. Ich bereite gerade ein Festmahl zu und habe das ganze Dorf eingeladen. Deshalb das ganze Essen. Aber nein, wir haben leider keine Zeit. Das ist schade. Aber falls ihr später doch noch Zeit findet, kommt ruhig. Wir werden bis zur Morgendämmerung feiern. Sag mal, wie lange wohnt ihr schon hier? Meine Frau und ich haben dieses Haus vor 10 Jahren gekauft. Und dann kam unsere Kleine zur Welt. Verstehe. Nun, wir wünschen euch ein schönes Fest. Danke und euch viel Glück. Meine Tochter wird sich freuen. Da bin ich mir sicher. Ja, viel Spaß. Du bist genauso wie Janas Mutter. Nur kochen. Laut VD3 war sie ja schon lange tot und das habe ich dann übernommen. Leck mir die Aubergine. Ich will lieber nicht wissen, worum es in diesem Buch geht. Ach, Elaine. Das ist das Sequel zu Fass mir an die Zwiebel. Ah ja, den Keller haben wir vergessen. Muster. Ich bin wieder sauer, dass ich hier rede. Hi. Wenn wir nicht aufpassen, kommen die Vampire aus den Bergen. Ja, das ist das kleine Thürik, weil ich dachte mir, das große wäre ein bisschen zu viel. Habe ich aber schon gesagt. Der Wald östlich von hier ist auch ziemlich gefährlich. Dort verstecken sich die Kronosottern. Oh ja. Hallo, bitte passt auf. Wir werden hier in Kürze die Bäume fällen. Warum? Die Bewohner machen sich Sorgen, dass sich die Monster in dem Dickicht verstecken. Vor allem scheint diese Stadt für Spinnen anziehend zu sein. Nun ja, das ist bald Geschichte. Dann viel Erfolg. Oh, schön dunkel hier. Ustra. Oh. Oh, Kuschelkarte. Das Wasser ist blutrot gefärbt und die Wachen sagen uns, wir sollen es ignorieren. Was passiert nun in dieser Welt? Willkommen, werte Kundschaft. Bei mir bekommt ihr die besten Waffen und Rüstungen, die ihr für euch Geld kaufen könnt. Cool, danke schön. Oh, deine Haare kitzeln. Stinki, stinki. Stinki, Gata. Hi, Oma. Ich sollte mich langsam für Mirillias Geburtstag fertig machen. Oh, so viele junge Menschen. Wer seid ihr denn? Ich bin Elaine und das sind Valner und Jaina. Was für schöne Namen. Mein Sohn hieß auch Valner. Ich heiße Valner. Valner. Das R wird auch nicht ausgesprochen. Das hat Malix gesagt. Oh, verzeiht mir. Ich werde euch auch nicht jünger. Ja, ich auch nicht. Ustra, ich sehe nichts. Ist euer Sohn verstorben? Vor langer Zeit, als dieser Asgro oder wie auch immer er heißt, auftauchte.
Kennst du den Askro-Muster? Mein Junge wollte uns beschützen und am Ende wurde ihm der Kopf abgerissen. Okay, ist doch nicht lustig. Aber was mache ich denn hier, Usta? Was ist denn wieder geklickt? Wie grausam. Ja, das war es. Schreckliche Zeiten. Euer Sohn wird gerecht werden. Ich danke euch, aber ich möchte damit abschließen. Was geschehen ist, ist geschehen. Kann ich euch etwas zu trinken anbieten? Nein, vielen Dank. Wir müssen auch schon wieder los. Passt auf euch auf. Oh, das war aber ein kurzer Besuch. Danke. Es freut mich, dass ihr vorbeigeschaut habt. Viel Glück noch. Danke. Ich hoffe, dass die Kinder dieser Welt bald ohne Krieg aufwachsen können. Oh. Oh, du Arschleute. Wie kann sie so grausam sein? Hey, ihr, habt ihr schon mit Victoria gesprochen? Nein, wer ist das? Sie wohnt im Haus ganz im Südwesten. Auf jeden Fall verhält sie sich komisch. Sie geht mir ständig aus dem Weg und ich glaube, ich habe einen Verdacht. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und mit ihr sprechen? Ich heiße übrigens Keria. In Ordnung. Wenn wir dort vorbeikommen, reden wir mal mit ihr. Danke. Ich hoffe, ihr findet etwas heraus. Mysteriöse Freundin. Sprich mit Victoria. Und, habt ihr etwas herausgefunden? Noch nicht. Bitte beeilt euch. Bitte, ich hab so Angst. Wir helfen doch gerne. Schmetterling fangen. Kinder unterhalten. So, Victoria müsste jetzt zu Hause sein. Hallo. Seid ihr Victoria? Ja, warum? Kann es sein, dass ihr Kerian aus dem Weg geht? Kerian? Das geht euch nichts an. Warum? Darum. Los, verschwindet. Ich hab euch schon gesagt, dass ihr gehen sollt. Boah, richtig frech. Gucken, was der Kerian dazu sagt. Ne, Usta. Schmust ihr wieder rum. Ma. 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 Schnuppi. Und, habt ihr etwas herausgefunden? Nun, sie war nicht gerade gesprächig und hat uns fortgeschickt. Oh Gott, ich habe es geahnt. Sie will mich töten. Töten? Wie kommt ihr denn da drauf? Ihr müsst wissen, sie war einmal ein Bandit und wir waren bis vor ein paar Wochen ein Paar. Jedenfalls habe ich sie verlassen. Jetzt bin ich mir sicher, dass sie sich rächen will. Bitte, ihr müsst sie erledigen, bevor sie mich tötet. Bitte? Seid ihr verrückt? Nein, bitte, ich weiß, wozu was sie fähig ist. Ihr müsst sie aus dem Weg räumen. Lasst nicht zu, dass sie mich umbringt. Wir werden schauen, was wir als nächstes machen. Oh Gott. Der Typ recht hat? Gute Frage, aber das Ganze ist ziemlich suspekt. Jedenfalls sollten wir schnell handeln. Sollten wir, aber erst möchte der Usta wieder raus. Er möchte doch nicht raus. Ach, Usta. So schlimm. Kuschel. Boah, was ist denn schon wieder mit meinen Haaren hier los? Okay. Töte Victoria, finde eine andere Lösung. Ja, wir töten die doch nicht. Wir sind doch Good Guys. Aber was müssen wir wohl tun? Vielleicht sollten wir nochmal mit ihr reden. Bla, 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 bla. Ich hab
habe euch schon gesagt, dass ihr gehen sollt. Das hat ja nicht funktioniert. Was ist mit den Gedanken? Hehe, das wird eine tolle Überraschung für ihn werden. Ich sollte gleich nochmal in den Wald gehen. In den Wald. Guter Tipp. Wir wissen ja, dass Thürik einen Wald hat. Da ist er ja. Aber bin ich denn hier? Schon besser. Da haben sich die Vögel direkt gedacht, oh, schnell aufstehen und zwitschern. Meinst du, Kerian wird sich über die Überraschungsfeier freuen? Also Victoria hat sich so viel Mühe damit gegeben. Wenn er sie dann nicht zurückhaben will, kann man ihnen auch nicht helfen. Hihi, da hast du wohl recht. Na komm, lass uns das hier fertig machen, die Geschenke einpacken. So ist das also. Und er dachte, sie wolle ihn töten. Gehen wir zu diesem Kerian und erklären ihm die Situation. Gehen wir zurück zu diesem Kerian, okay. Hätte man die Gedanken nicht gelesen, hätte man vielleicht gedacht, ja, umbringen. Ich weiß nicht. Als ich mir die Quests alle aufgeschrieben habe, habe ich mir die besser vorgestellt. Oh. Alles in Ordnung, Jaina? Das dort ist der Grabstein der Freundin meiner Schwester. Sie wurde hier begraben. Ihr Name war Jonah und ich war schuld an ihrem Tod. Das sagt sie übrigens nur, wenn man mit ihr in der Höhle gesprochen hat. Und sagt ihr auch egal. Was ist geschehen? Durch meine Leichtsinnigkeit ist sie von einer tödlichen Schlange gebissen worden. Nyuri hat mich dafür gehasst. Sie hat es nicht gezeigt, aber ich habe es gespürt. Das tut uns leid. Ich glaube nicht, dass sie dich gehasst hat. Ich auch nicht. Das hört sich eher nach einem schrecklichen Unfall an. Ja, vielleicht. Ich muss mit ihr noch darüber reden. Wir hatten bis jetzt keine Gelegenheit dazu. Oder besser gesagt, ich habe die Chance nicht genutzt. Das wird mir nicht noch einmal passieren. Gehen wir. Ich möchte hier nicht länger verweilen. In Ordnung. Ja. Da hinten ist Astion irgendwo. Eisresistenzauge und Morgendämmerungsglef. Und eine Blutkostüte. Ja, die ist jetzt nicht mehr so gut. Mal hier, Jaina, lern mal die Eis. Oh. Nur Jaina. Eisresistenzauge. Nice. Usta, willst du jetzt gehen? Versuch Nummer 2. Okay, jetzt ist er gegangen. Oh, erstmal richtig hinsetzen hier. Gut, dann gehen wir mal mit Kerian labern. Es wird wieder dunkel. Irgendwie geht das ein bisschen schnell. Ich habe da ein bisschen dran was geändert. Aber wenn man so Gebiete wechselt, dann geht das immer direkt, weil der ignoriert dann dieses Wait-Zeug. Ist sie schon tot? Nein, es ist alles ganz anders, als ihr denkt. Was? Sie will euch überhaupt nicht töten. Sie hat eine Überraschungsfeier für euch geplant. Was? Oh mein Gott, dann hätte ich fast einen schrecklichen Fehler begangen. Ich schäme mich so sehr. Aber ich danke euch, dass ihr die Sache aufgeklärt habt. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke. Seid das nächste Mal etwas vorsichtiger. Das werde ich. Die einzige Sorge, die ich jetzt noch habe, ist, ob ich es schaffe, überrascht zu werden. Ja, das ist dein Problem. Ich danke euch für alles. Jetzt muss ich mich aber mal um andere Dinge kümmern. Das ging gerade noch mal gut. Tja,
Naja, wir sollten mal in die Halle zurück. Seelenhalle. Ba 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 ba. Stellen wir in unsere Schatzkammer. Das Opfern von Seelen. Oh ja, den Segen können wir uns mal holen. Läuft hier immer noch nicht so gut. Manu, lass mich mehr haben. Okay, dann halt 10. Okay. So doof. Ich frag mich, woran das liegt. Ja gut, dann macht man mehr XP. Die Anzeige für starke Gegner beinhaltet noch die Stufe der Gegner. Gute Taten verleihen mehr Menschlichkeit. Ja, das wäre vielleicht mal nützlich gewesen, aber wir haben ja keine Gefahr. Ach ja, ich brauche neue Seelen. Das ist auch, wenn man ins Menü geht, passiert das auch. So, noch eine Säule, dann erfahren wir, was denn die extra Fähigkeit ist, die man bekommt. Oh mein Gott. Das ist hier nicht so toll. Das ärgert mich schon, weil ich nicht... Weil ich wünschte, ich könnte das einfach machen. Naja, aber es ist nicht mein Spiel. Perfekt wird es eh nicht sein. Jetzt hätte ich schon ein paar Plugins weggemacht. Ah, jetzt habe ich ein Haar in der Nase. Oh, fehlt uns noch was? Da habe ich mal wieder verkackt. Oh, hier. Peerbegleiter behalten Rachepunkte. Na, 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 na. Hat ja gerade noch geklappt. Durch das Erlernen aller Fähigkeiten behalten nun alle Vampire mit Blutmacht ihre Rachepunkte nach dem Kampf. Yay! Können wir mal direkt aufladen. Ne, ich habe nur 2 Menschenfilets.
gut, das war's mit der Halle. Hier kommen wir nur noch zurück, wenn wir 1000 Schätze haben. Dann brauche ich zum Testen für meine Combat Crashes, die scheiße sind. Ah, das Vogelgeräusch ist schön. Hier hat doch der Herr Dings gelebt mit seiner Katze. Vampire der niedrigen Generation sind die stärkeren. Mir ist aufgefallen, dass das manchmal zu Verwirrung führt. Ja. Haha, willkommen im Haus des Vampirexperten. Der war mal so ein Vampirjäger in der alten Welt und der konnte irgendwie gar nichts. Vampirexperte? Ganz genau. Ich kann euch so einige Informationen über Vampire geben. Der Kreuzzug ist sehr auf mein Wissen angewiesen. Was denn zum Beispiel? Nun, wie jedes Kind weiß, verwandeln Vampire Menschen mit ihrem Speichel. Aber viele wissen nicht, dass sie zwei Arten von Speichel besitzen. Und diesen speziellen Speichel benutzen sie dann für die Verwandlung. Er brennt höllisch, wobei der andere betäubend wirkt. Aha. Ja, ich habe mir einfach was ausgedacht und ich wollte nicht direkt sagen. Ja, das stimmt. Das ist doch Delaine einfach nur aha. Faszinierend, oder? Nun, ich denke, wir kennen uns noch besser mit Vampiren aus als ihr. Ach ja, dann beweist es. Lasst mich euch ein paar Fragen über Vampire stellen. Ich würde euch dafür auch eine Belohnung geben. Na schön. Sehr schön. Also ich stelle euch 7 Fragen bezüglich Vampire. Ihr müsst alle richtig beantworten. Wenn ihr eine Belohnung haben wollt, seid ihr bereit? Legt los. Frage 1. Durch was wird die Stärke zwischen Vampiren unterschieden? Ihre Generationen. Frage 2. Was kann ein Vampir mit seinem Schöpfer nicht tun? Ihn angreifen. Frage 3. Wer hat die Rasse der Vampire erschaffen? Die Elras. Frage 4. Was passiert, wenn ein Vampir zu wenig Blut hat? Er wird rasend. Frage 5. Wie tötet man die stärksten Vampire? Sie enthaupten. Frage 6. Welche Haarfarbe bei Frauen bleibt auch nach der Verwandlung in einem Vampir erhalten? Rot. Frage 7. Wenn ein Vampir einen Menschen verwandelt, welche Generation ist diese dann? Eine höher als der Vampir. Unglaublich, ihr seid tatsächlich richtige Vampirexperten. Ich bin ziemlich beeindruckt. Und euer Wissen muss selbstverständlich belohnt werden, wie versprochen. Nein, die tausche ich aus. Danke. Gut gemacht, Delaine. Yay. Ah, die Vampirexperten. Kann ich euch helfen? Wir schauen uns nur mal um. Macht das. Wenn ihr danach mehr Wissen haben wollt, können wir gerne plaudern. So, die Dinger hier, die kann ich jetzt verkaufen. Fragmente leider nicht. Ist ja egal. Da sind Fremde, die mögen mich bestimmt nicht. Wieso lauft ihr in mein Zimmer? Weil wir dich besuchen wollen. Oh, ist wohl schüchtern. Oh. Hallo Fremde, wusstet ihr, dass nur die weibliche Ente laut quaken kann? Der Erpel gibt nur tiefe, leise Geräusche von sich, fast wie ein Frosch. Ja, mir ist einfach überhaupt nichts mehr eingefallen, also dachte ich mir, ich gebe euch ein bisschen Entenlore. Ja, sehr interessant. Gibt es hier keine Enten mehr? Doch, aber heutzutage sieht man sie eher selten. Ob das etwas mit dem roten Wasser zu tun hat? Ich habe es probiert und es schmeckt immer noch nach Wasser. Nun, das könnte sein, aber ihr solltet euch keine Sorgen machen. Sicherlich wird das alles wieder in Ordnung kommen. Ich hoffe es. Der Krieg ist schon störend genug und ich vermisse meine gefederten Freunde.
werden schon wiederkommen. Auch haben die Weibchen nur einen Schwanz, der geradeaus steht. Die Erpel haben da eine Feder, die nach oben kräuselt und... Vielleicht sind sie auch alle gestorben, weil so Deppen sie immer mit Brot füttern. Genau, bitte Enten nicht mit Brot füttern, die können davon sterben. Sowieso keine Vögel mit Brot füttern. Wow, es ist wieder Nacht. Wir haben den ganzen Tag in der Bude verbracht. Oh Gott, diese dicken Beine, ich dreh noch durch. Hey, könnt ihr mir helfen? Mein ganzer Keller ist voller ekliger Spinnen und die Wachen haben wieder Besseres zu tun. Wir kümmern uns drum. So ein Glück, danke. Ja, eine langweilige Spinnentöter-Quest, naja. Krabbelspinne. Sag mal Feuer. Wie sieht die cool aus? Der Alte. Im Wald kommen viele Spinnen. Was hat er denn da gelernt? Er hat auch Gefühl der Rache gelernt. Das ist ja cool. Blendung. Komm, Walne, du schaffst es. Oh, schade. Ups, Kopfverstümmler. Das ist eigentlich das Gesicht von der Spinne. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. So, Spinnen, kommt her. Da unten ist der so wackelt, denke ich mal. Heilige Führung. Geht Schatten. Oh, Schatten geht. Zwei Spinnis. Ich kümmere mich mal um die. Bis jetzt ist das Spiel nicht wieder abgestürzt. Ich frage mich, was das war. Vielleicht war auch einfach irgendwelche Ausrüstung oder ein paar spezielle Monster. Obwohl, das waren ja verschiedene. Habt ihr die Biester schon alle beseitigt? Ja, sie sind alle tot. Ach, welche Erleichterung. Ich danke euch sehr. Hier, das habt ihr euch verdient. Nice. Ich dachte, jetzt kriege ich wieder einen Vampirstein. Meine Tochter soll mein Schicksal erspart bleiben, sonst wird sie bald so aufgezogen wie ich damals. Das waren noch Zeiten, als ich Gerold der Schöne war. Ah, Besuch. Seid willkommen. Ich bereite hier gerade ein paar Rezepte vor. Wenn ich mir den Tisch so anschaue, seid ihr wohl ein Alchemist? Das ist wahr. Meiner Tochter fallen langsam die Haare aus. Deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ein Heilmittel zu finden. Und? Kommt ihr gut voran? Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern. Ich werde ein perfektes Pulver erschaffen haben. Können wir euch dabei helfen? Danke, aber das ist nicht nötig. Ich habe schon einen anderen Abenteuer beauftragt, mir die Zutaten zu bringen. Jetzt heißt es nur noch Zutaten zusammenmischen und abwarten. In einigen Stunden sollte es vollbracht sein. Nun, dann viel Glück. Das Pulver braucht jetzt eine Weile, bis es fertig ist. Wir werden es wohl niemals erfahren, ob es geklappt hat. Bilderbücher. Hier ist eins mit Kunstwerken von den Städten der Welt. Gefällt mir. Das sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Tödliche Zauber der alten Sprache. Mal schauen. Ah, sehr gute Hinweise, um unsere Feinde noch besser zu verletzen. Yay.
Was zum? Diese Bücher sind alle leer. Hm, ich glaube, das waren die auch in VD2. Ich weiß nicht mehr. Aber irgendwo war das. Tja, einige Sachen ändern sich nicht. Mir fallen schon wieder die Haare aus und Lilly ist ganz schön verwöhnt. Da hätte ich mir den Stress und die Puppe auch sparen können. Immerhin konnte ich diesen tollen Ring einem Soldaten entwenden. Der bleibt erstmal im Bücherregal versteckt, bis ich ihn verkaufen kann. Das ist ja kein Bücherregal. Oh, hallo. Ihr habt euch keinen guten Zeitpunkt ausgesucht, um uns zu besuchen. Was ist denn los? Ich habe meiner Tochter eine Puppe geschenkt, die ihr überhaupt nicht gefällt. Jetzt ist sie schlecht gelaunt und treibt mich noch in den Wahnsinn. Mit der Puppe hat sie schon mehr als so manch andere Kinder. Ja, aber das will sie nicht verstehen. Sie ist einfach zu verwöhnt. Ich kümmere mich mal lieber um sie. Bitte geht. Natürlich. Viel Glück. Danke. Bitte geht jetzt. Verschwindet. Na gut. Hier zwischen dem Buch ist etwas. Wow, der Ring des Kreuzzugs. Na, dann reden wir doch mal mit ihr. Zum Glück nur eine Puppe. Ich will eine andere Puppe. Mama soll mir die schön aus Iranis kaufen. Als ich das Event das erste Mal gebaut habe, ist die Puppe auf einmal rumgelaufen. So geslidet über den Boden. War richtig gruselig. Hallo Kleine, warum schaust du denn so grimmig? Meine Mama hat mir die Puppe da geschenkt, aber ich finde sie total blöd. Warum denn? Sie ist hässlich. So hässlich ist sie auch wieder nicht. Doch. Naja, damit können wir dir auch nicht helfen. Weh, ihr seid doof. Du hässliche Puppe, ich hasse dich. Meine Güte, ey. So ähnlich war ich auch mal als Kind. Sehr beschämend. Oh, hallo. Alles ruhig hier, meine Dame. Gut, immer schön die Augen offen halten. Jawohl. Wir haben so schöne Wälder und Klippen hier und trotzdem kaum Menschen. Sind wir einfach zu unfreundlich? Hallo, was treibt euch nach Thürik? Wir wollten euch nur besuchen und schauen, ob ihr Hilfe braucht. Danke, aber mir geht es soweit gut. Solange die Vampire nicht angreifen, sind wir sicher. Dann hoffen wir, dass es so bleibt. Es würde Thürik wahnsinnig helfen, wenn es größer wäre. Wir müssten nur den Wald im Norden bis zur Klippe fällen und mehr Häuser bauen. Ach, wenn dieser Krieg nicht wäre. Der wird auch irgendwann enden. Ja, und wenn wir dann noch leben, werden wir diesen Plan in die Tat umsetzen. Ja, da freut Jaina sich drauf. Hier geht es zum Gebirge. Seid achtsam. Danke. Habe ich extra dahingestellt, falls man das nicht weiß. Dann gehen wir mal zum Gebirge. Das hat Malix ja schon halb gebaut und habe ich den Rest gemacht. Wow. Wie schön. Oh, jetzt wird es auch noch abends. Das hier war die Stelle, wo ihr mich zum Vampir gemacht habt. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Aber das ist jetzt nicht länger von Bedeutung. Dieser Ort ist immer noch anziehend für mich. Wir können so lange bleiben, wie du willst. Ah. Ah. Wie nett. Die Atmo. Hier wäre doch eine perfekte Stelle, um für heute Schluss zu machen, oder? Oh, ich kann nicht auf die Blumen laufen. Das ist nett. Okay. Oh, es wird abends, oder? Sieht so dunkel aus. Ups. Ist auch schon besser. Okay, dann machen wir hier Schluss. Zum nächsten Mal schauen wir uns die nächste Stadt an. Wahrscheinlich Astion. Bis zum nächsten Mal. Ciao.